Habt ihr alle die Keynote genossen? War cool. Ich muss gestehen, ich werde ein paar der Dinge, die gestern schon sehr oft vorkamen und die auch heute Morgen in der Keynote vorkamen, in meinem Vortrag auch bringen. Und ich muss gestehen, zu dem Zeitpunkt, als ich den Vortrag verfasst habe, war ich tatsächlich noch bei diesem Unternehmen tätig und habe ihn eigentlich eingereicht, in der Intention, ihn zusammen mit einem Kollegen von dort zu halten. Jetzt, wie so oft bei den ein oder anderen größeren Unternehmen, gibt es dann Budget-Cuts, was natürlich für Freiberufler wie mich nicht, also nur bedingt hilfreich ist, was auch unmittelbar dazu geführt hat, dass der Kollege, den ich dafür eigentlich gedacht hatte, heute leider nicht da sein kann. Insoweit habe ich den Vortrag nochmal ein bisschen geändert und habe die Verweise auf das Unternehmen komplett rausgenommen. Fragt mich nicht, welche Firma, ich werde es nicht beantworten. Wer rät, kriegt von mir weder Zustimmung noch Ablehnung. Der eine oder andere wird es vielleicht trotzdem wissen, aber das ist schon okay. Kurze Historie, also was mich total getriggert hat, war tatsächlich der Call for Paper, weil schlicht und ergreifend drin stand, Unternehmenskultur, Eat Your Agile Scaling Strategy for Breakfast, und das ist in sehr vieler Hinsicht, was ich in diesem Unternehmen an mehreren Stellen erlebt habe. Ich komme noch auf ein interessantes Fazit, das machen wir aber am Schluss. Und bis dahin versuche ich euch ein bisschen was zu zeigen, den Kontext zu erklären, ein bisschen Rahmenbedingungen zu geben. Meine Hauptabsicht ist aber tatsächlich Storytelling zu machen, also euch ein paar nette und hoffentlich amüsante kleine Geschichten rüberzubringen. So, wer steht hier überhaupt vor euch und labert? Ja, ich bin ein relativ klassischer Werdegang, also alles über diese Informatikschiene und Programmieren und Softwarearchitektur und was man so alles tut, und bin mittlerweile im siebtes Jahr Freiberufler und habe tatsächlich auch mit Entwicklung als Freiberufler angefangen und mache mittlerweile ja Scrum Mastering eher selten, in aller Regel Scrum Master ausbilden und Coaches ausbilden. Das macht mir mittlerweile auch massiv viel mehr Spaß, weil es viel mehr Bandbreite hat. Wobei das andere nicht weniger wichtig ist. Generell agil mache ich ziemlich viel. Zertifikate habe ich gefühlt wie Sand am Meer. Das ist immer so ein Reizthema. Falk hat eigentlich versprochen, dass er das T-Shirt anzieht mit Trust me, I'm certified, so als kleiner Witz. Es ist ein Problem, aber es ist tatsächlich in der heutigen Firmenlandschaft, gerade wenn man mit Großkonzernen redet, natürlich wichtig. Was Vorlieben angeht, gibt viele meiner Kollegen, die sich auf eines festlegen, das tue ich explizit nicht. Ich rede heute über Safe, das heißt aber nicht, dass ich nicht bei einer Firma schon Less gemacht hätte, eigentlich bei zwei, oder woanders auch mal mit Nexus rumgespielt. Ich glaube durchaus, in derselben Firma kann an der einen Stelle Scrum, an der zweiten Kanban und an der dritten was völlig anderes das Richtige und Notwendige sein. Also ich bin da schwer ablehnend des Dogmatismus innerhalb des Agilen, das heute nicht ganz wenig vorkommt. Genau, worum geht's? Ich erzähle euch ein bisschen was von einem deutschen Unternehmen in der E-Mail-Signatur. Das kann man auch nicht abstellen. Gibt es immer so den 50-Jahre-Logo, das mittlerweile 2 Jahre alt ist. Also das Firma gibt es wirklich schon diverse Jahre. Ist ein Großunternehmen, also die Firma selbst ist immer noch relativ eigenständig, obwohl sie selbst auch mittlerweile 100%ige Tochter von einem anderen Großkonzern ist. Die Firma selbst 60.000 Mitarbeiter, Umsatz über 10 Milliarden. Der Großkonzern, da reden wir von weit über 400.000 Mitarbeitern. Und nochmal ganz andere Umsatzzahlen, die ich aber nicht auswendig weiß. Also das ist halt, nur um den Kontext zu geben, wir haben vorhin ja schon Bahn gehört, 300.000, also das geht nochmal größer. Und das hat natürlich auch einen Einfluss. Also gerade, ich würde sie nicht als Maschinenbauer bezeichnen, aber sie sind halt ein Produkthersteller. Und als solcher haben sie natürlich eine gewachsene Kultur. Also wenn eine Firma mal 50 Jahre alt ist, dann gibt es da praktisch, also es gibt wirklich Leute, die in der zweiten oder sogar dritten Generation in dieser Firma sind. Der Kollege, mit dem ich am meisten und am engsten zusammengearbeitet hat, dessen Vater war mal Abteilungsleiter der Abteilung, in der er jetzt arbeitet. Der ist zwar schon in Rente, aber also das ist wirklich ähnlich wie bei den Bahnen, da gehört man dazu. Das ist, oder wie in Stuttgart hier, ich bin beim Daimler, das ist dann auch etwas, das man teilweise in zweiter, dritter Generation schon hat. Das merkt man in der Kultur des Unternehmens. Was ich da gemacht habe, ist, ich war zunächst eingestellt wirklich als, eingekauft als Coach für ein Team in einem relativ frisch zu startenden Safe-Konstrukt, also tatsächlich noch vor dem ersten PI-Planning.
Und meine Rolle hat sich über die Zeit erheblich geändert. Das ist nicht ganz ungewöhnlich. Ich meine, der Kunde hat so eine gewisse Vorstellung und dann lernt er ein bisschen was über die Realität. Das hilft dann manchmal. Und insoweit hat das ganz gut funktioniert, adaptiv zu sein. Im Endeffekt war das eine Aufgabe, die jetzt nicht unmittelbar mit dem Safe, mit diesem Thema des Vortrags, mit den drei Safe-Projekten zu tun hat. Aber für mich auch relativ wichtig, ihr habt das vorhin in der Keynote vielleicht auch gehört, dass das bei DB Systel auch so ist. Ich habe das mit einem Kollegen zusammen gemacht, der das vorher bei der Telekom gemacht hat. Also als Externer versuche ich, Hilfe zur Selbsthilfe zu verkaufen. Und mit meinen Kollegen, die da als externe Coaches da waren, genauso. Von daher versuchen wir sowas immer zu internalisieren und wirklich Leute heranzuziehen, die unseren zeitlich begrenzten Gig bei dem Kunden überleben und länger da bleiben, um einfach Nachhaltigkeit zu erzeugen. Das ist mir persönlich ein wichtiges Thema. Es passt jetzt nicht ganz perfekt zu dem Vortragstitel, aber nur damit euch der Kontext klar ist, da habe ich tatsächlich auch relativ viel Zeit verbracht. Das funktioniert ganz gut, parallel ehrlich gesagt, weil Mentoring und weil Shadowing ganz wichtige Themen dabei sind. Also zu sagen, hey, ich mache dann jetzt aber ein Training, 3 Tage bei einer Abteilung, geh mal einfach mit zu den jungen, neuen Agile Coaches. Da lernen die auch viel von, dann übernehmen sie einzelne Teile des Trainings. Das funktioniert auch gut. Also das ist etwas, wo ich glaube, das Parallelisieren gut funktioniert. Vielleicht ein Punkt, das dritte Training, da habe ich tatsächlich, das dritte Safe-Projekt habe ich nicht so viel Insights, da habe ich einzelne Trainings gemacht und mit einzelnen Leuten gesprochen. Bei den anderen beiden habe ich sehr viel mehr Zeit verbracht, aber das kriegt ihr dann später noch bei den Rahmendaten ein bisschen mit. So. Also alles safe, genau. Wenn man sagt, eine Firma und 3 Safe-Projekte, tatsächlich gibt es mittlerweile sogar noch mehr. Und wie das oft so ist, diese ersten Dinge, gerade die ersten beiden Projekte, die wurden explizit als Piloten deklariert. Bis zu dem Punkt, wo einer der 4 Vorstände des Unternehmens in einer Strategiesitzung gesagt hat, okay, ab sofort stelle ich mir vor, dass alles mit Safe gemacht wird. Ich komme da im Fazit nochmal drauf, ob das gut oder schlecht ist und bin dann auch ein bisschen gespannt auf eure Rückmeldung, was ihr davon haltet. Heißt aber, dass es, was das angeht, Management-Buy-in auf Vorstandsebene gab. Also es ist tatsächlich so, dass der Vorstand, vertreten von gleich mehreren Leuten, großes Interesse daran gezeigt hat, Präsenz gezeigt hat, auch zu solchen Meetings gekommen ist. Also wir haben dann wirklich Einladungen verschickt, auch an die Herren Vorstände, wenn wir das nächste PI-Planning angehen. Natürlich haben die da bei weitem nicht immer Zeit, aber wenn sie können, kommen sie durchaus vorbei, was spannend ist, auch bei einem Unternehmen dieser Größe. Der CEO hat viel, was das angeht, auch getan. Der war auch relativ neu in dem Unternehmen. Sie machen das, glaube ich, nach wie vor echt gut, indem sie ja nicht sagen, ihr müsst das so machen, sondern dieses macht bitte safe im Sinne von, das stellen wir uns vor als den Grundrahmen, heißt nicht, dass es bei jedem exakt gleich aussehen muss. Also insbesondere Rollenbesetzungen sind den Einzelprojekten definitiv selbst überlassen. Es gibt wie so oft ein Alignment, aber so ein bisschen Selbstorganisation kann man an der Stelle durchaus walten lassen. Da komme ich nochmal genau darauf. Der CIO hat mit uns Coaches zusammen etwas geplant und das haben wir dann auch gemeinsam umgesetzt. Die Idee ist ein weltweit verteiltes Unternehmen. Wir wollen diesen Kern von internen agilen Coaches heranziehen und das ist auch wichtig, um eine Nachhaltigkeit in diese Projekte zu kriegen. Aber das fällt ja nicht vom Himmel. So, also die Idee ist, wie kann man von Null auf Agile Coach kommen in möglichst kurzer Zeit? Nicht ganz einfach. Wir haben natürlich dann, wie man das so macht, schön viel PowerPoints gemacht mit einem Curriculum und welches Training man dann besuchen sollte und in welchem Zeitrahmen man sich das vorstellt, Mentoring zu haben von erfahrenen Leuten, Shadowing machen zu können, einfach Leute zu begleiten, teilweise auch die Rollen einnehmen und mal als Scrum Master und mal als PO auf Teamebene gearbeitet zu haben. Ist natürlich dann alles bei der Vorstellung ein Jahr so ungefähr, ein sportlicher Zeitplan, aber es hilft natürlich schon eine Form von Druckbetankung für die Leute zu machen. Wir haben parallel, was da nicht draufsteht, wir haben auch Workshops gemacht mit den Führungskräften, insbesondere im Rahmen CIO, also der CIO selbst und alle Direct Reports. Da haben wir quasi mehrere Workshops pro Jahr geplant, die dieses Agile Transition Team macht. Wir haben Don Reinertsen eingeladen, wir haben Pete Behrens eingeladen, Bill Joyner eingeladen, einfach um dann so quasi
sowohl unseren neuen internen Agile Coaches mitzugeben, Workshops moderieren zu können, auch mit Führungskräften und natürlich den Führungskräften auch ein bisschen die ein oder andere Lektion mitzugeben. Insoweit muss man auch sagen, ein nicht unerhebliches Investment, auch mit sehr starkem Backing vom CIO, was auch wichtig ist. Also gerade die C-Level in dem Unternehmen haben mir, was das angeht, ernsthaft Spaß gemacht. Das habe ich auch schon anders gesehen. Die Idee war tatsächlich, wir holen die Leute aus den Regionen. Also dann kommt jemand aus Polen und es kommt jemand aus Spanien und es kommt jemand aus China und es kommt jemand aus Türkei und wo auch immer größere Standorte sind. Die kommen dann nach Deutschland, arbeiten als Team ungefähr ein Jahr zusammen. Dann gehen die Leute wieder zurück in die Region und es kommt jemand anders aus der Region. Und das quasi über 3 Jahre in der Idee. Wir haben dann sowohl ein Netzwerk zwischen den Leuten, die kennen sich alle, als auch wir haben an jedem Standort, der wirklich groß genug, gerade im Sinne von IT ist, einen Kern geschaffen, wo Leute sich lokal an jemanden wenden können und sagen können, kannst du mal einen Workshop moderieren, kannst du mal irgendwie ein Postmortem oder eine Retro oder sonst irgendwas machen. Und wir haben die Leute vor Ort und die können dann vor Ort auch, ich sag mal, für agile Vorgehensweise trommeln. Das ist der Plan. Ich habe es gesagt, ich springe mal eine zurück. Der CEO hat diese Idee so toll gefunden, dass er gesagt hat, das will ich auch, aber nicht innerhalb der IT, wie hier CIO, sondern auf Konzernebene und hat mehr oder weniger dasselbe gemacht, nur nicht mit Azubis, sondern hat er gesagt, er macht bei sich Hiring von erfahrenen Agile Coaches, dass er die nicht wegschicken muss, aber wirklich aus jeder Region. Einen in Amerika, einen in weiß nicht wo, Türkei haben wir einen auch gehabt und China, glaube ich, hat noch nicht geklappt zu besetzen, aber die zu hiren, auch nach Deutschland in die Zentrale zu holen, dort eine Weile zusammenarbeiten zu lassen, damit die wieder dann zurückgehen und quasi als Team zusammenwachsen und dann trotz der Verteilung miteinander arbeiten können, das im Konzern als Idee zu verteilen. Tatsächlich, die Realität überholt manchmal diese Dinge, bedingt durch die Budget-Cut-Situation bei dem Unternehmen ist fraglich, ob das wirklich jemals bis zu 20 Leute werden. Momentan sind sie immer noch irgendwie 8 und ich denke mal, dass die 8 jetzt eine Weile auskommen müssen. Aber die Grundidee ist nicht gestorben. Also auch wenn man in dem Engagement, in dem Investment ein bisschen zurückgefahren hat, heißt das nicht, dass jetzt die Leute wieder ihren alten Job zurückgehen. Die dürfen das schon weitermachen und sind Vollzeit-Agile-Coaches intern. Das Problem an der Sache ist, der CIO möchte agile Transformation, kann aber natürlich nur für die IT reden. Und in einem Unternehmen mit 60.000 Mitarbeitern gibt es viele Abteilungen und es gibt viele Abteilungs- und Bereichsleiter und die haben alle unterschiedliche Vorstellungen. Und für manche funktioniert das gut und für andere funktioniert das überhaupt nicht. Jetzt macht eine agile Transformation nur innerhalb der IT aber ja auch wenig Sinn. Also ich meine, das kennen wir im Agilen Manifest, gibt es diesen einen Satz da, bei diesen 12 Principles von wegen People from IT and Business should work together on a daily basis. Das ist schwer innerhalb der IT, also ausschließlich innerhalb der IT. Da hat man die Business-Leute nicht. Die Fachbereiche sind dann außen vor. Insoweit, natürlich ist das nicht das Idealbild und nicht das Zielbild und die Lösung von allem, aber für uns trotzdem, also auf der Coaching-Ebene haben wir das sehr deutlich besprochen und haben gesagt, okay, wir wollen das aber trotzdem unterstützen, schon mal den ersten Pflock in den Boden rammen und schauen, dass wir damit vielleicht ein paar Ideen hinkriegen, insbesondere in der Zusammenarbeit mit den Fachbereichen, dort vielleicht die Neugier zu erzeugen, dass wir das später über diese Grenze ausweiten können. Also, ganz nettes Prinzip, aber offensichtlich in seiner Wirkungsweise und in seinem Wirkungsfeld limitiert, aber mit der Hoffnung, dass das für die Zukunft automatisch wegfällt. Der CEO hat das übernommen. Es gab vorher schon ein Kulturteam, wo sie auch an den verschiedenen Standorten einzelne Leute zusammengezogen haben, auch wieder in der Zentrale und haben dann lokal viel gemacht. Also insgesamt Investment in dem Unternehmen, in diese Transformation wirklich nicht so schlecht. Was eine größere Herausforderung tatsächlich ist, ist Recruiting zu machen. Also ich war einigermaßen beeindruckt, wenn von den 3.600 Leuten bei der DB Systel 600 sich melden. Das war in dieser Firma nicht so. Also da hat es jetzt, die reine IT hat ungefähr 1.300 Mitarbeiter und auf die Anfrage, wer möchte denn da tatsächlich mal Agile Coach werden oder wer möchte in diesem Kulturteam als lokaler Ansprechpartner gelten, da kriegt man dann so 30 oder 40 Rückmeldungen. Thema Kultur. Ein Unternehmen, das in der Hinsicht ein bisschen langsamer und ein bisschen zögerlicher ist als die Bahn, herzlichen Glückwunsch. Wird bestimmt alles gut.
Was wir getan haben, ist, wir haben gesagt, das Transition-Team der IT soll bitte mit allen anderen, die diese Rolle haben und Coaches sind, auch zusammensitzen. Thema Kultur. Die Idee war geboren letztes Jahr im November. Dann hat es natürlich noch 2-3 Monate eine Verzögerung gegeben, bis diese Agile Coaches für den CEO, dieses Konzern-Coaching-Team, auch aufgebaut wurde. Dann war der erste Plan, dass man im März zusammenzieht. Dann hieß es aber, die Räumlichkeiten müssen erst renoviert werden und die Leute, die da jetzt sitzen, müssen woanders hinziehen und das muss erst gemietet werden. Dann hieß es August und tatsächlich zusammensitzen sie seit 3 Wochen. Also von der Idee bis zur Umsetzung nur von einem Bürowechsel 1 Jahr. Das ist die Kultur, von der wir reden. Jetzt wissen wir auch, warum der Vorstand so viel Investment in diese Richtung bringt. Das muss anders werden, wenn man flexibel am Markt operieren will. Ein Problem ist, dieses Unternehmen lebt davon und lebt seit über 50 Jahren davon, Geräte herzustellen, die beim Endkunden 10 Jahre und hoffentlich noch ein bisschen länger laufen. Das führt unmittelbar zu, ich sag mal, einer Denkweise, die schwierig ist. Da habe ich eine kleine Anekdote. Ich habe in einem Training, ich habe immer die richtige Zahl verwendet und einmal ist es mir durchgegangen. Ich habe in dem Training gesagt, aber ihr wisst ja, wie das läuft. Ihr seid ja schlicht und ergreifend Angestellte eines Unternehmens, das 120% Produkte herstellt. Und dann sind mir praktisch 5, 6 Leute unmittelbar ins Gesicht gesprungen und haben gesagt, nein, 150%. Das ist die Denkweise. Das ist die Kultur des Unternehmens. Wir sind Weltmarktführer an mancher Stelle und wir sind insbesondere Weltmarktführer in unserem Segment beim Thema Qualität. Wir bauen die besten Produkte und wir bauen die langlebigsten Produkte. Und der Großteil unserer Produktinnovationen sind keine Revolutionen, sondern die 7., 8., 9., 15. Ausbaustufe desselben Produkts. Kleines neues Interface, vielleicht wo früher mal ein Knopf war, ein Touchscreen hinmachen. Damit kann man sich ein paar Jahre beschäftigen. Also das prägt deutlich, wie diese Firma funktioniert. Ich habe auch in vielen Firmen diese Beobachtungen, Automotive zum Beispiel ist das auch relativ hoch, die Akademikerquote, insbesondere die Promoviertenquote ist da in manchen Bereichen hoch. So hoch wie dort habe ich sie noch nie gesehen. Ich glaube, dass ich in 1,5 Jahren, ein bisschen mehr als 1,5 Jahre, vielleicht 3 Führungskräfte getroffen habe, die nicht promoviert waren. Auch das hat einen nicht unerheblichen Anteil auf das Selbstverständnis und auf die Kultur des Unternehmens. Über die Fehlerkultur rede ich jetzt gleich nochmal ein bisschen, aber sehr spannend ist, wie schnell sich trotzdem in einer solchen Firma Dinge ändern. Ich bin jetzt jemand, der eher leger rumläuft. Damit bin ich bei der einen oder anderen Firma der bunte Hund. Das ist okay, das mache ich absichtlich. In diesem Unternehmen war es tatsächlich so, dass sämtliche Führungskräfte grundsätzlich Business Casual getragen haben. Also die klassische Buntfaltenhose und ein weißes Hemd. Andere Hemdfarbe ist schon eher ungewöhnlich. Krawatte hatte keiner an. Die Sakkos hingen grundsätzlich über den Stühlen. Hat man nur gesehen, wenn sie in der Mittagspause in die Kantine gehen. Jetzt hat mir aber, und das habe ich von mehreren Quellen gehört, hat man mir bestätigt, dass innerhalb der IT der Krawattenzwang nie explizit existiert hat, aber implizit bis ungefähr 1,5 Jahre vorher gang und gäbe war. Wie hat sich dieser Krawattenzwang erledigt? Schlicht und ergreifend, die haben vor 2 Jahren einen neuen CEO gekriegt und der ist konsequent innerhalb der Firma ohne Krawatte rumgelaufen. Das geht auch ohne Auftrag, das geht auch ohne, dass man das den Leuten sagt. Also Thema implizite Regeln, implizites Kultur, Netzwerk und Geflecht. Wenn der Chef da ohne Krawatte sitzt und die Leute in Krawatte vor ihm stehen, es reicht, wenn das einmal passiert und einer sagt, okay, dann lasse ich es beim nächsten Mal weg. Das führt zu einer Dynamik. Also da haben wirklich Hunderte von Mitarbeitern beobachtbar in der Zentrale ihren Kleidungsstil, mit dem sie zur Arbeit gehen, geändert. Kleine Anekdote, ich erzähle nachher noch von dem Release-Train-Ingenieur von einem Projekt. Der hatte einen Ruf weg, weil er ganz normal in dieser Kultur des Unternehmens groß geworden ist und über Projektleitung höhere Führungskraft geworden ist
Und da normal immer rum, hat in seinem Büro immer zwei Anzüge hängen gehabt, also hat immer einen angehabt, aber falls dann beim Mittagessen was passiert, damit man wechseln kann und die schwarzen Lackschuhe dann immer noch rumstehen. Der hat es auch, nachdem wir eine Weile agile Transition und Transformation gemacht haben, einmal hingekriegt bei einem großen Meeting mit weißen Turnschuhen unter der Jeans, mit Hemd aus der Hose dazustehen. Und das hat ihm einen Spitznamen eingetragen. Er ist der Sneakers-Mann. Das ist aber tatsächlich positiv. Also dieses Meeting, bei dem waren wirklich C-Level-Leute anwesend und das Meeting ist so gut angekommen, dass auch das wieder einer dieser Teile ist, wo ich sage, da ist Kulturwandel beobachtbar und er braucht halt schlicht und ergreifend einzelne Leute, die mal über diesen Schritt, über dieses, den Status quo einen Schritt hinausgehen. Der CEO ist hilfreich, wenn der es anfängt, aber ich glaube, das ist die Initialzündung und ich hoffe, dass bei dem Unternehmen noch mehr solche bunten Hunde auftreten und sich Leute dahingehend entwickeln. So, wir haben es eben schon bei den Kollegen von der Bahn gehört, die Fuck-Up-Night. Das darf man ruhig ernst nehmen. Es gibt ein Unternehmen in Mexiko, fuckupnight.com. Das ist deren Webseite, ein Screenshot davon. Das kann man lizenzieren. Also nicht nur, dass die diese Veranstaltungen als öffentliche Veranstaltungen in vielen Städten in der Welt schon tun. Nein, das kann man auch als Firma lizenzieren, da kann man richtig Geld für bezahlen. Dann kriegt man alle möglichen Materialien, um sowas bei sich lokal in der Firma durchzuführen. Das hat dieses Unternehmen getan. Da gab es einen Arbeitskreis von Leuten, die das toll fanden, die an diesem Kulturwandel gearbeitet haben. Die haben zu einer Fuck-Up-Night eingeladen. So. Sie haben Plakate drucken lassen und das alles vorbereitet und bevor Sie ernsthaft Einladungen verschickt haben, einen schönen Artikel, um das zu erklären, ins Intranet des Unternehmens gestellt. Eine halbe Stunde nach dem Live-Gang dieses Intranet-Artikels, was an einem späten Nachmittag eines Wochentags war, hat der CEO einen Anruf bekommen vom Standortleiter der größten Fabrik in den USA. Die ist im Bible Belt. Und die Mitarbeiter dort haben in ihren Arbeitsverträgen das Verbot der Verwendung des F-Worts in Wort und Schrift stehen. Dafür sind dort schon Leute entlassen worden. Dieser Artikel war also ungefähr eine Stunde im Intranet des Unternehmens online, bevor er auf Geheiß des CEOs wieder rausgenommen wurde. Sie haben die Veranstaltung doch durchgeführt und haben sie Failure Slam genannt. Und die Lizenzgebühren für die Fuck-Up-Night waren halt weg. Die Idee haben sie natürlich trotzdem übernehmen können, haben es rebrandet und dann doch durchgeführt. Hat mir unglaublich Spaß gemacht. Der erste Fuck-Up, den ich vorgestellt hätte, wäre genau das gewesen. Das ist schon auf der Meta-Ebene spaßig. Reicht aber noch nicht. 3 Tage nach der Veranstaltung gab es einen offenen Brief der deutschen Fabrikleiter an den Vorstand, in dem sie die pure Durchführung einer solchen Veranstaltung unter Hinweis darauf, dass sie ja als qualitativ hochwertiges Unternehmen keine Fehlerkultur bräuchten. Verdammt. Dieser Brief ist legendär. Man kriegt ihn nicht zu sehen, offiziell, aber natürlich ist er inoffiziell in Kopien durch diverse Hände gelaufen und führt auch zu Legendenbildung innerhalb der einen oder anderen Abteilung des Unternehmens. Also das ist wirklich der Ausdruck. Die Fabrikleiter werden tatsächlich natürlich dafür bezahlt, dass in ihren Fabriken die Produktion gut läuft. Und das ist etwas, das man, glaube ich, trennen sollte. Es geht ja da nicht um Produktentwicklung, sondern tatsächlich um Fertigungssteuerung. Also wirklich das reproduzierbare, in hoher Qualität reproduzierbare Fertigen von einem fertig entwickelten Produkt. Das ist eine andere Sache, als was haben wir bei der Produktentwicklung gelernt. Aber natürlich gibt es in der Fertigung auch unzählige Möglichkeiten und Ansatzpunkte, um aus Fehlern zu lernen und besser zu werden, was das Unternehmen eigentlich ganz gut macht. Aber die Kultur ist eben, da reden wir nicht drüber. Insoweit bin ich auch da wieder sehr begeistert, wenn die Kollegen von der DB Systel erzählen, dass das bei Ihnen auf dem ersten Wurf gut ankommt. Die Veranstaltung war gut besucht, das ist gut gelaufen. Aber so diese Hiccups im Umfeld zeigen halt, so einfach ist es nicht. Okay, ich habe versprochen, über 3 Projekte zu reden und über deren Ausprägung und was da alles passiert. Und das machen wir jetzt auch. Ich habe die Projekte, die alle sehr spezifische Titel haben, ein bisschen umbenannt, so ein bisschen nach Tiefdruckgebieten, das schien mir passend. Das erste Projekt nennen wir Hans. Es war ein ERP-Projekt mit 120 Beteiligten und wir reden ausschließlich von der IT. Das Projekt hat natürlich Ansprechpartner in den verschiedenen Fachbereichen, also insbesondere Sales und
Produktionssteuerung waren da in nicht unerheblichem Maße beteiligt, aber die waren alle nicht Projektbestandteil. Das Projekt war ausschließlich innerhalb der IT-Abteilung definiert. Das heißt, die Zeit und den Aufwand und die Synchronisation der einzelnen Projektmitarbeiter mit äußeren Stellen ist halt eigentlich nicht Bestandteil des Scopes des Projektes. Das muss passieren, aber das plant keiner mit ein. Das wird bestimmt gut funktionieren. Die Umsetzung sollte komplett innerhalb der IT passieren. Jetzt ist ERP natürlich, ich muss die drei Buchstaben des Waldorfer Herstellers nicht nennen, aber ihr wisst alle, das ist in vieler Hinsicht in Tabellen irgendwelches Customizing durchführen und dann ist es natürlich noch ein bisschen Individualentwicklung. Aber eigentlich ist es viel mehr Customizing, als es Programmieren ist. Nichtsdestotrotz ist das bei so einer großen Systemlandschaft und wir reden wirklich von vielen, vielen Systemen, die dann zusammenarbeiten, eine Aufgabe, wo man 120 Leute gefühlt für die nächsten 7,5 Jahre beschäftigen möchte. Das ist dann auch der Projektzeitraum, der avisiert wurde. Wir haben mit 4 Coaches in diesem Projekt angefangen und tatsächlich mit der Vorstellung, und wir haben da auch, ihr habt es gestern vielleicht auf der Agile Night schon das ein oder andere Mal gehört, mit dem Self-Designing-Team-Workshop angefangen. Das heißt, die Leute haben wirklich ihre, also diese 120 Leute haben selbst gesagt, okay, wir bilden diese 4 Teams. 120 Leute, 4 Teams, das klingt übel. Ja, genau. Also das erste Team, das sich gebildet hat, hat 28 Mitglieder gehabt. Das entspricht jetzt nicht ganz meiner Vorstellung von, was eine gesunde Teamgröße ist. Es entspricht aber auch nicht meiner und der anderen Coaches Vorstellung, den Leuten viel mehr als eine Rahmenbedingung zu geben und zu sagen, guck mal, dass ein Team eine vernünftige Größe hat. Sie haben halt einen fachlichen Schnitt gemacht und nicht einen teamgrößenorientierten Schnitt und kamen auf diese 4 Teams zuerst. Parallel und eigentlich unabhängig davon ist gleichzeitig wegen dieser, wir wollen Budget Cut, wir wollen Kosten sparen, Überlegung passiert, dass ein nicht unerheblicher Teil der Entwicklung, insbesondere dieser Programmierung, nicht des Customizings, nach Indien ausgelagert wurde. Man hat also in Indien tatsächlich einen eigenen neuen Standort aufgemacht und nicht einen Dienstleister genommen und war da am Hiring und hat also quasi immer ununterbrochen mindestens 10, 12 Kollegen aus Indien am Standort da gehabt, um quasi Anfangssynchronisation zu machen. Das eine hat mit dem anderen offiziell nichts zu tun gehabt, aber natürlich haben diese Dinge einen erheblichen Einfluss aufeinander und das merkt man, und zwar nicht nur ein bisschen. Deutsche Kollegen waren ein bisschen beleidigt, weil jetzt dürfen sie es nicht mehr programmieren, sondern müssen es jemand anderem erklären. Die Dokumentation auch in einem international ausgerichteten Unternehmen ist nicht zwingend immer auf Englisch zu finden. Ja, da kommen noch ein paar Aspekte dazu, die das nicht einfacher machen. Im Endeffekt, praktisch keiner hat vorher jemals gehört, was agil ist. Die Features waren im Allgemeinen beschrieben, ja, so wie jetzt. Also neues System, aber so wie jetzt auch. Was super ist, weil die Projektmitglieder wissen eigentlich, was damit gemeint ist, aber es steht halt nirgends für irgendjemanden lesbar. Also keiner weiß eigentlich, was der Scope ist. Was ich hier auch nicht drauf habe, sie haben 4,5 Wochen diskutiert darüber, mit welchem Anfangsscope sie loslegen. Also wir haben dann darüber gesprochen, wir wollen nicht alles auf einmal machen, wir wollen nicht ein Big Bang nach 7,5 Jahren versuchen, sondern wir wollen nach Möglichkeit hoffentlich im ersten Jahr schon irgendwas machen. Ja, erstes Jahr geht gar nicht. Also nach 2 Jahren können wir vielleicht ein kleineres Land, in dem es keine Fabrik gibt, wo also quasi nur die Sales- und Logistikprozesse drin sind und sonst nichts. Das können wir vielleicht machen. Wir haben 4,5 Wochen darüber diskutiert, welches Land sie dafür nehmen. Ja, es ist nicht so, dass die Leute in den 4,5 Wochen nicht beschäftigt gewesen wären, aber bis die mal überhaupt Zugang zu den Sandbox-Systemen zum Ausprobieren in der neuen Umgebung hatten, auch das dauert in einem solchen Konzern gerne mal Monate. Ich weiß nicht, wer von euch in einem solchen Umfeld redet. Das ist so bei vielen Unternehmen. Worauf wir erheblich Wert gelegt haben, insbesondere weil das für alle neu war, dass wir zu Beginn allen gesagt haben, wir machen hier keine Anfangsexperimente, wir gehen streng nach Schuhari, ihr seid alle Neulinge, ihr macht jetzt bitte genau, wie es da steht. Nicht, weil wir die Leute triezen wollen oder weil wir ihnen das Agile per Command and Control beibiegen wollen, sondern einfach, weil wir zum Vermeiden von Missverständnissen diese Anfangsexperimente, ja, wir machen agil, aber das nicht und das nicht und das nicht, vermeiden wollten. Also das war
ein wichtiger Ansatzpunkt, den wir zu Beginn schon gewählt haben. Die Geschwindigkeit generell, das wird nichts. Also wenn wir wirklich 2,5 Jahre brauchen, um das erste kleine Land, in dem 60% der relevanten Prozesse gar nicht vorkommen, umzusetzen, werden wir es nicht schaffen, in 7,5 Jahren alles umzusetzen. Keine Chance. Also selbst optimistische Schätzungen zeigen schon, die Vorstellungen auf der Lenkungsausschussebene, bis wann da was rüberkommt, sind nicht realistisch. Das wird nichts. Und eigentlich weiß das jeder Projektbeteiligte zum Zeitpunkt des Starts. Das sind keine sehr guten Voraussetzungen, wenn das nicht laut ausgesprochen wird. Der Release Train Engineer ist einer derjenigen Mitarbeiter in meiner beruflichen Karriere, der vielleicht den größten Sprung in kürzester Zeit gemacht hat. Es war echt großartig zu beobachten. Das war Mr. Sneakers, der also wirklich in seinem Mindset innerhalb von einem halben Jahr einen ja, Quantensprung, auch wenn Quantum klein ist, dargelegt hat. Das war wirklich sehr schön zu beobachten. Es hat mir großen Spaß gemacht, mit dem zu arbeiten. Er hat immer Fragen gehabt, war immer neugierig, hat immer was dazulernen wollen. Ich glaube, solche Leute gibt es in allen Firmen und sie zu finden, ist vielleicht die wichtigste Aufgabe bei agilen Transformationen. Das war echt sehr wertvoll. Wir haben ihn sehr stark getriggert mit, mach mal Dinge messbar. So, jetzt ist, Gott sei Dank kann man fast sagen, in so einem Unternehmen ist ja alles irgendwie getrackt. Das heißt, jeder Mitarbeiter muss die Zeiten, die er auf ein Projekt macht, auch in seinem ERP-System hinterlegen für die verschiedenen Projekte. Ist tatsächlich so, wir haben das auch mal in einem anderen Kontext gemessen, in diesem Unternehmen hat die IT Anfang letzten Jahres 638 laufende Projekte gehabt bei 1300 Mitarbeitern IT. Von diesen 638 waren ungefähr 300 eigentlich nur noch auf dem Blatt, also da war nichts zu tun. Und von den 338, die dann übrig bleiben, oder 335, die dann übrig bleiben, sind es einige Aufsplittungen, wo also quasi der Rollout in Land A und der Rollout in Land B und der Rollout in Land C als einzelnes Projekt deklariert werden. Aber trotzdem, WIP-Limitierung sieht anders aus. Das hat natürlich zur unmittelbaren Folge, dass sehr viele der Mitarbeiter gleichzeitig in 6, 7 oder 8 Projekten mitarbeiten. Das hat natürlich eine unmittelbare Auswirkung darauf, wie viel Zeit die jedes Projekt zur Verfügung stellen können. Und das war die Frage an der Stelle. Der RTE hat das mal geplottet und wir haben vorher ein bisschen auf Flipchart Erwartungen formuliert. Wir haben gesagt, eine gewisse Vorstellung, ne, so eine Normalverteilung, das wäre so die grobe Erwartung. Unsere Befürchtung ist, dass es schlecht aussieht. Und dann haben wir die Zahlen rausgenommen und die Realität sah ziemlich genau so aus. Also wesentlich näher an der Befürchtung als an der Erwartung. Das Problem war, mehr als die Hälfte der Projektmitarbeiter hat nicht mehr als 10% ihrer Zeit auf das Projekt gebucht. Jetzt kann man rechnen, das ist ein Unternehmen mit IG Metall Tarifvertrag, da arbeitet keiner 40 Stunden. Wer also 3,5 Stunden oder weniger in der Woche auf ein Projekt in Scrum aufwendet, tut praktisch nichts außer Zeremonien. Das ist spannend. Der kann dann in jedem Daily morgens sagen, ich habe nichts gemacht. Das hilft nicht. Also 10%, das ist nicht gut. Gar nicht gut. Erkenntnis, wir müssen was ändern. Und zwar deutlich. Was er gemacht hat, und das fand ich ganz toll, er hat im Lenkungsgremium, in dem auch 2 der Vorstände sitzen, das Ganze, er hat es nicht in PowerPoint gemacht, er hat es auf Flipcharts gemacht, er hat diese Grafik aufgemalt, er hat sie sogar nicht fertig gemalt, sondern er hat mit Bleistift so diese Eckpunkte gemacht und hat dann, was glauben Sie denn, wie es ausschaut, und hat dann die Linie live vor den Leuten fertig gemalt. Das war sehr schön, hat sehr schönen Effekt gehabt. Und er hat dem Gremium vorgeschlagen, lasst uns ein Experiment machen und wenigstens einen Teil der Leute in ein Vollzeit-Team überführen und mal eine Weile gucken, ein PI, wie gut das funktioniert. Und der Lenkungsausschuss hat gesagt, nein, mach bitte alle. Das war für mich ein großartiger Moment. Also er war sehr nervös vor dem Meeting und hat sich natürlich viele Gedanken gemacht, weil er nicht wirklich einschätzen konnte, wie sie reagieren würden, und kommt zurück und hat gesagt, die haben eigentlich mehr zugesagt, als ich erhofft hatte. Was auch nochmal ein Rückschluss auf, ja, ich sag mal, den Titel oder das Motto der Konferenz bedeutet, Kultur
ist natürlich die Summe des Verhaltens vieler Menschen, aber wenn ein paar Menschen ein deutliches Zeichen setzen, kann man da auch was ändern. Die Realität ist natürlich nicht ganz perfekt, aber die Idee war, im Projekt bleibt nur, wer an mindestens 4 Tagen pro Woche, und das sind für alle dieselben 4 Tage, 100% seiner Zeit leisten kann. Also ein Commitment, 80% der Arbeitszeit dieser beteiligten Mitarbeiter gehören diesem Projekt. Die meisten von euch können sich ganz gut vorstellen, dass das sehr schmerzhaft ist, weil diese Leute müssen ja dann 7 andere Projekte, in denen sie vorher waren, eigentlich zur Seite legen und dann nichts mehr tun. Und weil viele Dinge nicht als explizite Übergabe oder nicht explizit dokumentiert herumliegen, bedeutet das ja auch automatischen Einfluss auf die anderen Projekte. Insoweit hilft es so etwas nur bei einem Projekt mit hoher Visibilität, mit Vorstandssichtbarkeit zu machen, wo man einen solchen Druck dahinter kriegen kann. Das war durchaus spannend. Die Realität nach ein paar Wochen, sagen wir mal 1,5 PIs, hat gezeigt, das funktioniert nicht ganz, aber wir kriegen im Durchschnitt weit über 60%, zumindest Zeitbuchungen der Leute hin. Und das hat natürlich einen erheblichen Unterschied in der Leistungsgeschwindigkeit gemacht. Wir machen in SAFE, weiß nicht, wer von euch das kennt, beim Commitment am Ende des PI-Plannings Fist of Five Voting, also wie sehr glauben wir an diesen Plan? 5, ja, das ist Kinderspiel. 1, keine Chance. Und 3, das wird schon. Was wir beobachten konnten, ist, dass der Durchschnitt der Meldungen sich signifikant verbessert hat nach dieser Änderung. Die Leute haben an den Plan viel mehr geglaubt. Und das war nicht von außen reingebracht, sondern von den Leuten selbst. Schlicht und ergreifend, weil sie viel mehr Vertrauen da hinein hatten, dass die Mitarbeiter, die Kollegen auch wirklich ihre Zeit auf dieses Projekt aufwenden. Das ist eigentlich ein großes Priorisierungsthema. Und zwar auf der Ressourcen- und ihr wissen alle, wie blöd das Wort an der Stelle ist, Ebene. Aber einfach zu sagen, wir kriegen das hin. Das hat eigentlich der Lenkungsausschuss verbrochen. Und ich bin darüber sehr froh, dass es in so einem Unternehmen geht. Nochmal das Thema, Kultur kann man ändern und von oben ist manches leichter. Geht nicht alles. Das Bottom-up bei den DB Systel-Kollegen ist auch hilfreich und wertvoll, aber das war gut. Wie gesagt, die Teams sind besser geworden. Was immer noch sehr schwer ist, ist Fachbereich, immer noch sehr viel Silo. Und was eine sehr spannende Sache ist, dieses Unternehmen setzt Skype for Business ein und es ist mir in 5 Monaten nicht gelungen, eine wirkliche Änderung in der Kultur zu erzeugen, dass die Leute auch versuchen, in denselben Raum zu gehen, wenn sie ein Meeting haben. Also 8 von 10 Leuten sitzen auf demselben Flur und fürs Meeting ist ein Meetingraum reserviert und in dem Meetingraum sitzt der RTE und ein einsamer Mitarbeiter und der Rest sitzt 2 Zimmer weiter an seinem Rechner mit Headset auf. Das geht. Das ist auch wichtig, wenn man ein verteiltes Unternehmen hat und Leute an verschiedenen Standorten, dass man inklusiv mit Remote-Situationen umgeht. Aber es zeigt halt auch ein bisschen, wie sehr Leute zusammenkommen und wie sehr Dinge an der Stelle bandbreitenlimitiert sind. Auch das ist immer noch ein deutliches Kulturzeichen. Grundsätzlich kann man sich die Frage stellen, warum macht man es überhaupt agil? Weil im Endeffekt weiß ja jeder, was alles zu tun ist. Und eines der 4 Teams hat am ersten Tag des Systemzugangs einfach den gesamten Source Code des alten Systems aufs Neue überspielt. Also eigentlich waren die fertig. Natürlich muss man dann noch ganz viel Customizing machen und das wird noch 5000 Mal schief gehen und dann wird es noch sehr viele Transporte hinterhergeben. Aber die Denkweise von, lasst uns mal klein anfangen, lasst uns mal ein Subset der Prozesse nehmen und vielleicht ein Subset der Standorte und einfach mal ein System aufsetzen und parallel zum Laufen kriegen, auch das haben wir in den 5 Monaten, wo ich in dem Projekt war, noch nicht etabliert gesehen. Der RTE hat es verstanden, aber da war er auch allein. Schauen wir mal. Ich kenne natürlich die Leute noch. Ich bin noch sehr gespannt, was noch alles passiert. Aber erste Erkenntnis, ich würde in keinem Unternehmen als erstes Projekt für agile Transformation oder agile Skalierung ein ERP-Projekt nehmen. Zweites Projekt. Das ist wieder eine ganz andere Geschichte. Da bauen Leute eine App. App und ERP, das sind völlig verschiedene Welten. Denkt mal. Ist aber wirklich so. Also innerhalb des Unternehmens lief das wirklich anders. Da wurde für diese App explizit ein eigener Fachbereich vorher geschaffen. Und weil es natürlich im Rahmen der Systemverantwortung seit Jahren gang und gäbe ist, heißt das, wir haben einfach genau 2 beteiligte Bereiche. Einmal der Bereich für diese App
und einmal die IT-Bereiche, die die Lokalimplementierung steuern. Tatsächlich waren ganz, ganz wenige der Entwickler, und wir reden auch von über 100 Leuten in dem Gesamtprojekt, Fachbereich und IT, interne. Das heißt, die tatsächliche Entwicklungsarbeit ist fast ausschließlich von Vendoren geleistet worden. Die Architekten waren alle interne, aber Programmiertätigkeiten haben Drittanbieter gemacht, meistens. Diese Drittanbieter wurden insbesondere für die Komponenten geholt. Also die die iOS-App macht eine Firma in Kiel. Die Android-App machen interne Kollegen in Warschau, das hat man dann schon neu angefangen, aber man hat auch günstigere. Die Backend-Entwicklung passiert in Österreich. Der Betrieb, der Backend-Server passiert in Frankreich. Und das sind alles verschiedene Firmen. Und dann gibt es noch ein paar lokale Dienstleister, die mit dem CMS-System, das das befüttert, beschäftigt sind. Die waren dann an mehreren Standorten in München verteilt. Wir haben geguckt, die kleinste Änderung, die ich finden konnte, und das Unternehmen setzt seit vielen Jahren schon Jira ein, die kleinste Änderung waren 3 Zeilen Code, die je nach Produktion gingen und hat 9 Monate gedauert. Es gab ein Team von 5 Vollzeit-Mitarbeitern, die nichts anderes als Tracking gemacht haben. Welches Feature ist in welchem Team auf welchem Status? 5 Mitarbeiter Vollzeit. Ich bewerte das jetzt mal noch nicht und gehe einfach mal noch weiter. Dieses Projekt hat auch der Projektleiter von dem, also eigentlich ist es eher ein Programm, sie haben es immer noch Projekt genannt, aber für mich war das wirklich ein Ding, 4 Jahre. Wir haben 4 Jahre schon an dieser App gearbeitet, in dieser Konstellation, sind sehr stark gewachsen, die haben mal wirklich angefangen mit 15 Leuten. Da hat alles echt gut funktioniert und war schon trotz großer Firma implizit sehr schnell und sehr flexibel. Aber wenn man mal auf über 100 gewachsen ist und diese vielen Dienstleister und das alles synchronisiert, sieht die Sache halt anders aus. Also die haben explizit nach Hilfe gefragt, weil sie gesagt haben, uns ist der Drive verloren gegangen. Wir haben da ein bisschen ein Problem, wir wollen eine Nummer vorankommen und sollen da vielleicht gucken, dass wir ein bisschen schneller werden. Was passiert ist, der Manager hat gesagt, nimm mal die Leute, die wir brauchen, um das zu steuern, zusammen. Und wir haben dann diese Guiding Coalition laut Kotter daraus gebaut und haben mit denen das Ganze vorbereitet. Ich habe 5 Workshops gemacht mit diesem Team und zwischen den Workshops haben wir immer wieder einzelne Meetings. Also mit Workshops meine ich wirklich 2-Tages-Events, wo wir das Ganze durchgesprochen haben. Wir haben mit denen einen Leading Safe Kurs gemacht, damit sie alle auf der gleichen Ebene sind im Verständnis, was das Framework angeht. Im ersten Meeting hat der höchste der Line Manager auf der IT-Seite die Frage gestellt, wann bauen wir denn die Teams? Und ich habe ihm gesagt, gar nicht, das machen die selbst. Seine Antwort war, und ich zitiere wörtlich, nur über meine Leiche. Er war bei dem Self-Designing-Team-Workshop dabei und hat sau viel Spaß gehabt. Aber das passiert nicht von heute auf morgen. Ich habe fast ein halbes Jahr in dieses Team investiert und ein weiterer Coach in dem Versuch, das Mindset zu ändern und ihnen zu erklären, warum man solche Dinge tut und wie man sie vielleicht tun könnte. Und sie haben dann auch ganz viel logistisch vorbereitet. Also ich habe gleich ein paar Bilder für euch, diesen Start in diesem Projekt auch aus der Erfahrung bei dem ERP-Projekt mit sehr viel mehr Enthusiasmus gemacht. Also wir haben gesagt, das muss wirklich richtig gut laufen. Wir wollen diesen Anfangsdrive bei allen erzeugen und mitnehmen, damit das Ganze nicht gleich wieder nach 5 Wochen abebbt, und haben sehr viel vorbereitet. Wir wollen Self-Designing Team Workshop. Das Core-Team gab es auch nicht von Anfang an. Ich habe vorhin gesagt 6 Monate, deswegen waren 4 Monate nur das Core-Team. Sehr anstrengend. Und was wir gemacht haben, das ist auch eine der Ideen im Safe-Framework, wir haben wirklich dafür gesorgt, dass jeder erreichbare Projektmitarbeiter vorher Training hatte. Die POs haben ein extra Training gekriegt und nicht nur ein Training, sondern auch extra Begleitung beim Aufbau des initialen Backlogs. Die Scrum Master waren die einzigen, die kein extra Training gekriegt haben, weil wir schlicht und ergreifend keine dedizierten internen Scrum Master hatten. Genau einen internen, alles andere wurde extern gestafft. Die Vorgabe war bei den externen Scrum Mastern nur Leute, die schon Erfahrung haben, keine Neulinge, damit wir, weil wir sie nicht vorher schulen können, an der Stelle nicht eine Delle reinkriegen. In Safe kann man das Safe for Teams Training durchaus mit mehr Leuten machen. Also die meisten Scrum-Trainer, die ich kenne, versuchen ihre Trainings auf maximal 20 Leute zu beschränken. Eigentlich ist das für ein Skalierungstraining gar nicht hilfreich. Also in so ein Safe for Teams Training mit weniger als 30 Leuten, da gehen ja Aspekte in der Schulung verloren.
weil du nicht genügend Kleingruppen bilden kannst, die miteinander synchronisieren müssen. Also ich habe da tatsächlich Trainings gemacht mit mehr als 40 Leuten am Stück, zwei Stück große und dann halt, wer dabei, den ich teilnehmen konnte, nochmal ein bisschen kleiner. Ist auch eine spannende Erfahrung, hat mir persönlich großen Spaß gemacht. Heißt halt, die Möglichkeit für Fragen ist limitiert oder man kommt nicht durch den Katalog dessen, was man erzählen will, durch. Von daher, ich werde aus dieser Erfahrung nie wieder Safe Trainings in 2 Tagen machen. Immer mindestens 3. Das Curriculum von Scaled Agile sagt das in 2-Tages-Training, das sagt es aber seit der Version 2. Und in der Zeit ist viel dazugekommen und sie haben die Trainings nicht länger gemacht. Das ist ein Fehler. Wenn das bei euch vorkommt, nehmt lieber einen Tag mehr, dann habt ihr die Chance, durch alles im Material durchzukommen und über die individuellen Dinge zu reden und Fragen zu beantworten. Okay, der Start. Wir machen 3 tolle Tage. Tatsächlich haben wir sogar 2-mal geselliges Beisammensein hingekriegt. Wir machen es, wie vorher auch angekündigt, schön by the book und versuchen die Dinge so durchzuführen, wie sie wirklich in der Dokumentation drinstehen. Und wir fangen an mit dem Self-Designing Team Workshop und der soll cool sein. Jetzt ist der quasi der Line-Manager des Fachbereichs, hat sich extrem exponiert, hat ganz viel Arbeit gemacht, hat sich wirklich da verwirklicht, ein ganz, ganz tolles Event hinzuzaubern. Und wir waren in München in einem Beachvolleyballpark, so ein Indoor-Beachvolleyball-Ding im Sand. Und ich zeige euch ein paar Bilder, hoffe, dass der Link funktioniert. Genau. Also wir haben wirklich die 120 Leute alle in dasselbe Hotel eingeladen und sollten alle am Vorabend anreisen und morgens mit mehreren Bussen dahin gekarrt, was wir schon alles sehr schön vorbereitet hatten. Also das hier bin ich und das andere sind meine Kollegen Agile Coaches und der Release Train Engineer von dem Ding. Sie haben sich ein eigenes Logo gegeben, das sieht man hier nicht so gut, das hier sind unterschiedlich farbliche Streifen und wir hatten dann hinterher, nachdem die Teams sich gefunden hatten, Team-Shirts in diesen Farben. So, dann große Knäuel, ganz viele Menschen, die zu Beginn zusammenkommen und hey, das war am Strand. Also wir haben es natürlich versucht, cool zu machen. Diese Reihen zu sehen, die Leute, die da überall sitzen, das war eine spannende Geschichte. Also ich hatte großen Spaß. So kann man seine Arbeit auch verbringen. Kann ich nur jedem empfehlen. Das ist sehr schön. Das war das Ergebnis von 3 Workshops mit diesem Core-Team. Die Rahmenbedingungen. Was kann man alles tun, damit die verschiedenen Teams wissen, wie sie sich zusammenstellen. Es ist mir nicht gelungen, dem Core-Team diese Zeile auszureden. Da steht One Possible Team Setup und ihr dürft raten, wie weit die Teams abgewichen sind davon. Vorstellungen? Gar nicht, natürlich. Das war insbesondere deshalb problematisch, weil sie haben 4 cross-funktionale Teams vorgestellt. Also wir denken, 4 macht Sinn. Und sie haben gedacht, wir brauchen unbedingt ein Backend-Team und unbedingt ein App-Team. Weil, und sie haben es mir vorgerechnet, sie haben ja auf Flipchart ein Tortendiagramm gemalt. Sie haben eine Analyse ihres aktuellen Backlogs gemacht und reingeguckt, wie viele dieser Aufgaben nur Frontend und nur Backend sind. Und sie haben damit irgendwie 72% sind nur Frontend und wir brauchen unbedingt ein dediziertes Frontend-Team. Ich glaube, ich habe es später auf einer Folie, aber ziemlich geil. Das Frontend-Team hat als erstes Feature im PI-Planning am Tag später Nummer 14 gezogen, weil die 13 vorher sie die notwendigen Fähigkeiten nicht im Team hatten. Sie haben innerhalb von 5 Minuten Start des PI-Plannings bewiesen, warum das komplett falsch war. Das kommt zu Kosten. Das heißt, ich muss dann im Endeffekt sagen, die ersten 10 Wochen, das erste PI, werde ich offensichtlich mit einem massiv suboptimalen Setup loslegen, aber das ist es wert. Das ist eine Erkenntnis, die dazu führen kann, dass die Teams besser verstehen und vor allen Dingen das Management-Team besser versteht. Der erste Workshop mit dem Core-Team nach dem ersten PI-Planning war großartig, weil sie eine Retro dessen gemacht haben, was sie beobachtet haben und weil sie festgestellt haben, ja, da haben wir versagt, das war falsch. Das, was wir an altem Denken da hinübergerettet haben, hat uns später nicht geholfen, das hätten wir anders tun sollen. Und da sind sie nicht drauf gekommen, weil das ihnen ein Coach erzählt hat, sondern weil sie es beobachtet haben. Das finde ich persönlich nicht so schlecht.
Ich hab versucht, alle Bilder so ein bisschen auszugrauen, damit man die Person nicht unbedingt erkennen kann. Was ich sehr erstaunlich fand, wie viele Leute sich bei dieser Veranstaltung zum ersten Mal begegnet sind, obwohl sie teilweise 3 bis 4 Jahre zusammengearbeitet haben. Also dieses Händeschütteln habe ich relativ oft gesehen, als sie dieses erste Knäuel gebildet haben und mal ein Gesicht zu den Namen gefunden haben. Also jetzt mal ganz unabhängig von der Arbeitsweise, ein Gesicht zum Namen ist immer hilfreich. Das war toll zu beobachten, die Leute sind aufeinander zugegangen und haben gesagt, bist du nicht der? Hallo, ich habe dich ja noch nie getroffen. Hat mir großen Spaß gemacht. Ganz viel dieser Diskussionsrunden, dieser Knäuel. Es ist sehr viel gelacht worden, nicht nur von mir. Das hier sind tatsächlich 3 der internen agilen Coaches, ein erfahrener und 2 relativ junge. Das ist kein gestelltes Bild. Solche Dinge haben immer stattgefunden. Also wir haben mehrere 100 Bilder und 2 Videos von dieser Veranstaltung, die ich jetzt leider nicht zeigen kann. Das kann ich auch als großen Tipp geben. Sehr schön für eine Verknüpfung. Wir haben also quasi eine Fotografin und eine Dame, die Videos gemacht hat, für diese 3 Tage Veranstaltung gebucht. Und das kam sehr gut an. Also die haben dann 2 Videos draus geschnitten, 1 5 Minuten und 1 10 Minuten. Und allein dieses 5-Minuten-Video in Veranstaltungen zu zeigen, intern, das ist echt geil. Das ist mit fetziger Musik hinterlegt und ganz viele dieser Bilder. Das sind Stockfotos rausgekommen, mit denen man agil erklären kann. Das ist echt cool. Ja. Ich habe das 10-Minuten-Ding schon gekriegt, insoweit. Mikro tut irgendwie nicht, aber passt schon. Also ich bin noch ein paar Minuten beschäftigt und dann ziehen wir durch. Ja, alles klar. Genau, also wir haben natürlich auch das Fist of Five nochmal erklärt und auch in dem Ding benutzt. Ich fand es als ganz nettes Bild, diese 2 Dinge zu zeigen. Und es sind teilweise echt ganz gute Wertungen bei rausgekommen. Also die Leute haben in dieses Team-Setup Vertrauen gehabt. Was wir nach dem Teambuilding gemacht, nach dem Self-Designing Team Workshop gemacht haben, ist Teambuilding. Die Leute haben zusammen so eine Beach-Olympiade gemacht, hier mit Animation. War ganz lustig, haben sie alle ein bisschen Sport gehabt und alle ein bisschen Bewegung gehabt, außer mir natürlich. War aber sehr schön zu beobachten. Also die High-Five-Nummer, das war auch schön und spaßig. Mit anschließendem geselligen Beisammensein. Die Cocktail-Nummer haben wir nicht fotografiert. Und am nächsten Tag haben wir dann schwer gearbeitet. Was man hier nicht so gut sieht, aber auf dem späteren Bild hier, das sind die verschiedenen Team-T-Shirts. Und wir hatten echt einen schönen Schnitt. Also wir haben die dann abends ausgegeben und gesagt, spitzt die vielleicht heute noch nicht voll, damit wir sie morgen anziehen können. Und das ist schon eine großartige Sache hier, wenn der Raum komplett voll ist, mit über 100 Leuten. Und das war eine echt tolle Veranstaltung. Abend, 2. Tag. Haben wir ein Gruppenbild gemacht, die verschiedenen Leute in den verschiedenen Teamfarben. Das war toll. Alles in der Kultur dessen, was ich vorhin aus dem ERP-Projekt erzählt habe, die schwierig ist. Ich komme vielleicht an der Stelle gleich wieder zurück zum Fazit. Genau. Darüber habe ich schon gesprochen, das mit dem Cross-Funktional haben sie nicht gewollt, das Frontend-Team. Keines der ersten 13 ziehen können, sondern Nummer 14. Und das fand ich eine großartige Erkenntnis. In der Retrospektive, im 2. PI-Planning, nachdem ein PI rum war, oder in dem Inspect and Adapt Workshop, wie es im Safe-Jargon heißt, haben 4 oder 5 Mitarbeiter gesagt, ich hatte ja in diesem PI praktisch gar nichts zu tun. Jetzt war aber messbar der Output oder Outcome, je nachdem, praktisch identisch. Was wir nicht getan haben, ist da eine große Analyse, warum das jetzt so ist. Das haben wir explizit unterbrochen, aber als Denkanstoß für das Core-Team war das spannend. Denn die haben in ihrem nachfolgenden Workshop natürlich nochmal sehr deutlich die Frage gestellt, heißt das, wir haben eine falsche Teamzusammensetzung und falsche Teamgrößen gehabt? Warum waren Leute plötzlich weniger beschäftigt und es ist trotzdem dasselbe rausgekommen? Auch eine sehr schöne Erkenntnis aus den Leuten raus. Großes Problem, Überschätzung. Das ist immer ein Thema, das schwer ist. Was ich daraus gelernt habe, ich würde tatsächlich noch fordernder sein, was Cross-Funktionalität angeht. Das ist einfach unverzichtbar. Und die Situation mit den Dienstleistern, sehr schwer. Mit den externen Scrum Mastern haben wir uns auch ein bisschen ein Ei gelegt. Das hat erstmal nicht so funktioniert. Da waren mindestens 2 dabei, die von Safe noch nie gehört hatten.
Es war halt auf einer relativ kurzen zeitlichen Ebene, also es hat auch wieder 3 Monate gedauert, bis ja, wir brauchen, bis zu wir haben jetzt echt Leute da. Und da ist uns ein bisschen die Zeit ausgegangen, das würde ich beim nächsten Mal auch besser planen. Und ein Problem ist, wir hatten auf der Programmebene 17 Leute. Und von diesen 17 haben wir eigentlich 3 gebraucht. Der Rest hat vorher in diesem Konglomerat mitgespielt und hat sich auf irgendeine Art und Weise versucht, eine Rolle zu sichern. Die haben sich also alle mehr oder weniger das Big Picture vorgenommen und haben gesagt, ah, das klingt ungefähr wie das, was ich mache. Ich bin das. Das würde ich auf jeden Fall vermeiden, in Zukunft zu tun, denn man muss sich nicht wiederfinden, um mitspielen zu können. Wir haben diese Leute natürlich trotzdem zu den PI-Plannings eingeladen, aber in anderem Kontext. Jetzt zuckst du schon ein bisschen. Ich ziehe es einmal durch. Das dritte Projekt lassen wir dann jetzt aus. Insoweit kann ich nachträglich den Vortragstitel korrigieren auf 2. Aber bringe euch noch schnell das Fazit. Der Unterschied zwischen dem ERP-Projekt und diesen App-Leuten, der war nicht nur ein bisschen spürbar. Das habt ihr auch gemerkt bei dem, was ich erzählt habe. Also auch wenn sie im selben Unternehmen stattgefunden haben und wenn diese Anekdoten über die Kultur des Unternehmens für all das gelten, heißt das nicht, dass diese Dinge gleich funktionieren, nur weil das Framework da ist. Es liegt nicht am Framework, nicht wenn es gelingt und nicht wenn es schief geht, nicht nur. Was auch wichtig ist, es gibt mehr als eine Kultur. Die App-Leute ticken anders als die ERP-Leute. Die ERP-Leute haben ein ganz bestimmtes Mindset. Das ist geprägt durch die Umgebung, in der sie tätig sind. Das gilt auch für andere. Das dritte Projekt ist nochmal eine hardwarenahe Entwicklung. Das war nochmal anders in der Denkweise. Und auch nochmal mit anderen Zyklen und Zeitrahmen. Was wichtig ist, Kommunikation und Kollaboration. Dieses Thema mit dem Skypen und mit den standardübergreifenden Dingen, was mir großen Spaß gemacht hat, das Unternehmen hat committed, dass wirklich alle Mitarbeiter zu allen PI-Plannings immer einfliegen können, egal wo die Standorte sind. Sehr wichtig. Ich gebe noch eine Geschichte mit. Wer mal ausrechnet, was ein PI kostet, 100 Mitarbeiter, 10 Wochen, nur so als grobe Hausnummer, sollte sich die Frage stellen, will ich das wirklich wegen 4.000, 5.000 Euro Reisekosten mehr oder weniger aufs Spiel setzen? Zahlenspiele helfen an der Stelle, meiner Erfahrung nach, Management zu überzeugen. Kommunikation und Kollaboration ist das, was darüber entscheidet, ob das Ding wirklich gut funktioniert oder nicht. Und das Investment da hinein ist auf jeden Fall gerechtfertigt. Sowohl im Tooling als auch im Bewegen von Menschen. Im Grunde genommen, die Gesamtkultur kommt durch, aber sie unterscheidet sich. Und was ich heutzutage tun würde, ist, ich würde mir angucken, also wenn mich ein Unternehmen fragt, wir hätten gerne Unterstützung beim Einführen von Safe, würde ich ganz klar sagen, lasst uns mal angucken, wo es Sinn macht, damit anzufangen und wo es vielleicht jetzt noch nicht an der Zeit ist, wo wir erst nochmal einen generellen Kulturwandel brauchen, damit wir dahin kommen können, dass das wertvoll ist. So, danke. Habt ihr unmittelbar Fragen? Und falls wir mit der Fragenzeit jetzt auch schon komplett raus sind, würde ich empfehlen, ihr findet mich die nächsten Stunden hier noch, kommt einfach zu mir und sprecht mich an. Danke für die Aufmerksamkeit.